Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Ah, über Leichen von anderen unkindled ones. Die Überreste. Die Ashes. Mind you, the mantle of Lord interests me none. What? The fire-linking curse. The legacy of lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Wer bist du denn? Bist du wieder die Wet Nurse? Ich hoffe doch. Nee. Das ist der Elder Prince. Aber da sitzt doch einer auf dem Thron. Gibt's einen Younger Prince noch? Lorian der Elder Prince und der auf dem Thron ist der Younger. Oh shit. Shit. Ich vermute mal, das sollen ja alles die Ashes von vergangenen Unkindled Ones sein, die hier liegen. Kann hier ganz gut blocken. Shit. Oh. Here we go. Noch nicht? Komm, Younger Prince. Let's do this. Let's go. I'm on my way. Let's go. My brother. The unbending sword of Lothric's prince. Jetzt einfach in der Katze den Kopf abschlagen. Das wäre doch eine Idee. Rise if you would. Korb. For that is our curse. Okay, Co-op Fight. Oh, nice. Nice. Whew. Mhm, I guess so. Die Mucke, ey, meine Fresse. Ich hab das falsche Schild. Ich hab ein Anti-Magie-Schild. Aber ich hab's nicht ausgerüstet. Shit.
Shit. Shit. Oh fuck! Oh Mist! Ich Idiot! Das hatte ich so! Ich hatte es! Das war dann! Das war dann! Das war dann! Ich hatte es schon! Ich Idiot, warum habe ich da geheilt? Ah! Ah, ich hätte ihn angreifen müssen, er wäre tot gewesen. Shit. Fuck. Verschenkter First Try. God damn it. Fuck. Oh, das ärgert mich. Da hätte ich jetzt echt nicht sterben müssen. Mist. Fuck. Oh, mega angepisst deswegen gerade.
Come on! Wo ist er? Fuck! Warum lag der denn da hinten? Ich bin übelst pisst, dass ich den nicht beim ersten Mal gekriegt habe. Ich bin wirklich pisst. Das war... Ich hatte noch irgendwie 5 Estus Flasks oder 4 oder so. Das hätte ein First Try sein müssen. Ich freue mich gar nicht darüber. Das hätte ein First Try sein müssen. God damn it. Solo the Twin Princess. The two princes rejected their duty to become lords of Cinder and settled down far, far away to watch the fire fade from a distance. A curse makes their souls nearly inseparable. The Lothric bloodline was obsessed with creating a worthy heir, and when this proved impossible, resorted to unspeakable means. Suffice it to say, the path to linking the fire is a cursed one indeed. Ich weiß, sorry, das ist... Ich sage euch nur, wie ich mich gerade fühle. Und wenn du halt merkst, dass die First Tries gehen und die dann nicht kriegst... Oh, also ich würde mich privat gerade, auch wenn es niemand sehen würde, mindestens genauso sehr ärgern. Wahrscheinlich noch mehr, weil ich mich gerade mit Absicht zurückhalte, weil ich jetzt nicht... Oh, ich habe den nicht im First Try gekillt, so Mimi wirken will. Tue ich natürlich trotzdem, aber eigentlich ärgere ich mich gerade noch viel mehr, als ihr seht. Aber, also ich glaube, falls jetzt noch ein Boss kommt, es gab, ich glaube, ne, ich sag's noch nicht. Level 98, ah, so knapp. Wenn wir einmal mit der Dame hier unten sprechen. Ah. Speak freely, oh Lord, I'm privy with the other. Okay, Usurper. Anscheinend muss ich jetzt noch jemanden betrügen. Wahrscheinlich die Firekeeperin oder so. Bin gespannt. Thank you.
Lorians Greatsword. Ultra Greatsword of Lorian, Prince Lothric's older brother. Cast in smoldering molten steel and stained black. Before Lorian embraced his brother's curse, he was a knight who single-handedly slayed the demon prince. But the victory eternally scorched his sword with flame. Wer war denn der Demon Prince? Und Lothric's Holy Sword. Prince Lothric's Straight Sword, blessed by Emma with potent magic. Young Lothric was meant to be a champion and was expected to wield this platinum sword, but some things will remain distant dreams forever. 14 Faith. Wie viel braucht man für das andere? 26 Stärke. Okay, das ist noch viel weiter weg. Holy King Lothric. Now in, come on. Ja, das war's, wir haben's durchgespielt. Oh, hallo. Sie geht zum Feuer. Ganz kurze Frage, bevor ich das mache. Ich habe ja irgendein Special Ending, glaube ich, freigeschaltet. Muss ich da jetzt was anderes machen als zu kneelen oder kann ich einfach kneelen? Da will ich jetzt nur auf Nummer sicher gehen. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame.
Oh shit. What? Neues Gebiet? Killen of the First Flame? Bevor das komplett, bevor das... I'm feeling things. Feelings are going through me right now. Ich guck nicht mehr in Chat. Das, der Firelink Shrine ist das Killen of the First Flame. What? How? Und die Thrones waren die Thrones der Gwynns? No. Gwynnevir, Gwyndolin, Gwyn. First Son. Fünfter weiß ich nicht. Erfahre ich jetzt wahrscheinlich, oder? Nee, okay, waren auch hier schon die. Okay, ich dachte, das wäre jetzt... What? Da. Fuck my life. Oh mein Gott, ist das cool. Holy moly. Proceed to the first flame. What is happening? Komm, ist die Gwynns hier oder was passiert jetzt? Killing of the First Flame. What? Ich klappe den Chat da wieder ein bisschen zu. Holy moly, ich hab grad so krasse Gänsehaut. Mein Gott, ist das geil. Überall Summoning Signs. Londor Pale Shade. Sind das alles NPCs? Nee, verschwinden, ja. Tool. Londor Pale Shade. Oh, Mamma mia. No fucking way.
ist das nicht gewinnen. Gwyn, bevor er das Feuer gelingt. Soul of Cinder. Okay. Noch ein Bosskampf, hä? Alles klar. Oh. Gut, dass ich mein Feuerschild in Anticipation schon ausgerüstet habe. Schön, ich dachte gerade, er heilt sich. Was? Okay, er hat sich gebufft. Ah, es ist nicht viel besser für mich. Puh. Oh, Zauber kannst du auch. Oh, jetzt machst du Eisschaden. Nein, Magnetic Schaden einfach. Fuck. Fuck. Hast du jetzt nur noch Magic Attacken? Okay. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt macht er... Oh! Kamehameha, oder was? Ich habe das falsche Schild jetzt. Stop it! Okay, ich muss dranbleiben an ihm. Jetzt ist er wieder in seinem Feuermodus. Holy fucking Christ. Und Force, ja... Die Musik, ich ist so schön alles. Ist so schön. Come on. Konzentration. Jetzt heilt er sich. Ja, er heilt sich. Fuck. Shit, 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 shit. Verschenkt. All of the Schweißhände. All of them. Oh. Go, 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 go! Fick dich! Du bist tot! Sterb! Was machst du? Halt die... Nein! I died you! Oh!
Ich glaube übrigens, ich kann hier Töne vom Gwyn-Theme drin hören. Da. Dim, dim. Dodge! Dodge, 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 dodge. Shit, shit, shit. Fuck. Nein, 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 don't do it. Ich bin poisoned. Und ich hab das Chaos Blade. Nein! Ah! Nein! Fuck! Fuck! So close. So close. Ah. Oh, ich hätte es fast gehabt. Das ging gerade so hoch, weil ich dachte mir zuerst so, oh, ich habe ihn beim ersten Mal. Und dann packte seine zweite Phase aus und dann so, oh, ich habe noch 6 Estus Frags, keine Chance mehr. Und war schon down. Aber dann hat es wieder immer weiter geklappt. Fuck! Jetzt bin ich so fertig mit der Welt, jetzt will ich 20 Versuche, Bernhard, jetzt. Come on! Jedes Mal!
Come on! Jedes Mal roll ich in das zweite Ding da rein. Ja, krasse Moves, die du hast. Da kommt die Gwyn-Mucke dazu. Shit. Nein, nein, nein! Oh, ho, ho, ho. Okay. Never stop dodging. Shit! Nein, 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 oh! Ah. Ah. Puls 280.000. Since Lord Gwyn, the first Lord of Cinder, many exalted lords have linked the first flame, and it is their very souls that have manifested themselves as defender of the flame. Also haben wir auch quasi gerade gegen unseren Charakter aus Teil 1 gekämpft. Lore. Dass das nicht im ersten Try geklappt hat, ich könnte die Wand voll kotzen. Erst der Prinz und dann der, das sind beide so knappe Sachen. Cooler Bosskampf aber. Cooler Bosskampf. Aber fuck my life. Woo. Link the first flame. Nö. Will ich nicht. Ich will doch hier usurpen.
stimmt, ich glaube, Dani, ich schreibe gerade, erinnerst du dich, Gespräche an die U-Bahn? Hatte irgendeiner von uns, hatte ich irgendwie gesagt, und am Ende kämpfst du einfach nochmal gegen Gwyn oder so? Irgendwas war da, ne? Summon Firekeeper. Sollte ich? Leute sagen nein. Okay, alles klar, schon gut, schon gut. Schon gut. Chill, 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 chill. Chill, 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 chill. The End. Jetzt bin ich eine Schnecke. Eine Ascheschnecke. Oh, oh, Perspektive! I love all of the Perspektive. Age of Dark Bitches. Mhm. Guck, wie cool ich bin! Oh, bin ich cool! Ich hab den letzten Boss nicht gefunden, das macht mich so fertig. Es war hervorragend. Stimmt, Dani hat gerade geschrieben, ich hatte in der Bahn gesagt, wie cool es wäre, am Ende gegen Gwyn zu kämpfen. Ich sag doch, dieses Spiel, das ist das Soulsborne-Spiel. Ich war mit 2 nicht zufrieden, das war einfach nicht gut. Nicht so gut, wie ich es gewünscht hätte. Bloodborne war dann zu ähnlich. Und das ist so ähnlich, das ist genau das Souls-Spiel, was ich seit Dark Souls 1 will. Das ist exakt das, was ich seit Dark Souls 1 wollte. Alles daran ist das, was ich seit Dark Souls 1 wollte. Und ich bin nicht mal eigentlich nach meiner, wenn ich mir jetzt, bevor ich dieses Spiel angefangen hätte, selbst erzählt hätte, oder wenn ich erfahren hätte, dass ich mit der Ausnahme von 2 Bossen, nämlich Sullivan und den Storm, The Nameless King, alle Bosse mit höchstens 2 Versuchen kille, die meisten im First Try, den Rest im Second Try und 2 Bosse nur, mehr als 2 Male, dann hätte ich gedacht, ja, was für eine Scheiße, dann hasse ich das Spiel, dann kann ich es ja nur schlecht finden, mega anspruchslos. Aber ich habe dieses Gefühl nicht. Obwohl ich die Abyss Watchers im ersten Try gekillt habe, hatte ich jetzt nicht das Gefühl von wegen, oh, waren die langweilig. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich mega anstrengen musste und das war einfach, es schien mir nicht unverdient. Und die Bosse dazu waren halt mega cool. Abyss Watchers waren mega cool. Eldritch war mega cool.
die allermeisten Bosse in diesem Spiel waren der Hammer. Der Nameless King, Hammer. Dieser Boss, hammergut. Der Prinz davor, hammergut. Old Demon King. Stimmt, beim Old Demon King auch. Du hast recht. Old Demon King, Nameless King und halt der andere. Und fucking Yorm. Da waren drei Versuche. Fick Yorm. Dieses Spiel, 6 von 10, weil Yorm. Hier ist so viel. Ich habe so Bock, mir jetzt die Lore-Videos alle anzugucken. Naja, ich weiß ja, dass das Katana effektiv war. Liegt daran, dass ich gut geskillt habe. Ich bin direkt auf Dexterity gegangen, weil ich wusste, dass ich es will. Ich habe mein Leben gut geskillt. Also das ist ja alles ein Ergebnis davon, wie ich spiele. Ich habe keine Seelen verloren. Ich habe das erste Mal irgendwie nach 30 Stunden oder nach 25 Stunden oder so das erste Mal überhaupt Seelen verloren. Das läppert sich ja alles und damit levelst du dann. Deswegen, ich lasse mir jetzt, also ich weiß, ich habe so eine unbalanced Waffe und so. Ich denke, ich bin auch nicht ganz scheiße im Spiel. Das wird vielleicht auch was damit zu tun gehabt haben. Und ich habe dann auch zu Chaos Blade gewechselt und die ist dann auch balanced anscheinend. Anscheinend gibt's ja, und dann war das Stormblade, hat Obsidian erzählt, ist auch unbalanced. Es gibt ja anscheinend für jede Waffe, die du nutzt, gibt's glaube ich die Ausrede, dass das ja eigentlich unbalanced ist. Das war der Hammer. Wie lange habe ich jetzt hierfür gebraucht? 47 Stunden oder 46 Stunden oder sowas? Wie lange das Spiel war jetzt? Ich habe doppelt so lang für dieses Spiel gebraucht, wie ich für Bloodborne gebraucht habe. Bei Bloodborne haben mir auch zwei Gebiete gefehlt. Also sagen wir, es war 20 Stunden länger als Bloodborne. Ich bin begeistert. Und ich bin sicher, das wird sich noch ein bisschen legen mit der Zeit. Aber dass ich den fucking First, dass ich gegen den coolsten Boss im Spiel kämpfe. Und denke mir, boah, ist der cool, total den Orgasmus bekommen, weil er so cool ist. Und dann bei der Seele sehe, holy shit, das ist der First Sun. Das ist einer der coolsten Aha-Momente. Das könnte der coolste Aha-Moment sein, den ich je in der Souls-Reihe auf jeden Fall hatte. Und es gab ständig so Momente, wo ich einfach so Aha-Momente hatte, wo ich so, oh, das ist fucking Gwyndolin. Der hat Gwyndolin gefressen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Tom und Tobi. Weil das ist, von dem, was ich so höre, scheint das ja auch so 50-50 zu sein. Es scheint ja auch wirklich viele Leute zu geben, die zu sagen, das ist zu ähnlich, das sind zu viele Anspielungen, das ist alles Fanservice. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, das ist genau das, was ich wollte. Das ist genau das, was ich seit 2010 oder 11 wollte, seit das erste Dark Souls kommt. Das finde ich mega interessant, diese beiden Ansichtssachen. Mann, war das gut. Ich möchte applaudieren. Liebes Bloodborne, so gehört sich das. No.
Ja, was hat mir nicht gefallen an dem Spiel? Also, ich glaube wirklich, Jorm ist ein Desaster. Jorm ist für mich das verbildlicht das komplette Gegenteil von allem, wofür Souls steht. Es gab ja später noch den Gimmick-Boss im Arc Dragon Peak mit den Wyvern. Ist auch ein Gimmick-Boss. Ein Schlag tot. Aber da muss ich trotzdem noch dahin kämpfen. Und das war, also, ganz wichtig ist natürlich auch die Erwartung. Dieser Arc Dragon Wyvern kam so aus dem Nichts, war eine Überraschung. Jorm, da habe ich jetzt seit dem Intro drauf gewartet. Und dann ist das so ein Pimmel gewesen. Was hat mir noch nicht gefallen? Profane Capital. Dieses Gebiet heißt entweihte Hauptstadt. Und dann ist es ein Bonfire, ein Flur und dann ist Jorn. Sehr lame. Was hat mir noch nicht gefallen? Hier. Die PS4 dreht gerade völlig durch. Road of Sacrifices. Langweiliges Gebiet. Einfach komplett. Das ist genau das, was ich auch in Bloodborne gesagt habe. Ich mag nicht Gebiete, wo einfach großer Raum, leerer Raum, Waldgebiet, ohne viel zu designen, einfach ein paar Bäume rein, Gegner rein, das war's. Und dazu dann noch Farron Keep, wo dann das Sumpfgebiet dazukommt und man nicht schnell laufen kann. Nicht cool. Ansonsten, die Deacons of the Deep waren lamer Boss. Ansonsten Irithyll, boah, so viele Momente, wo ich ein Gebiet betrete und mir denke, wow, Irithyll betrete. Ich denke mir, wow, gerade Kiln of the First Flame, fucking wow. Anor Londo, wow, wo man das erste Mal die Aussicht hat über das gesamte Spielgebiet, wo man High Wall of Lothric quasi beendet, sagt man nur wow. Hier, guck, das ist fucking Hogwarts. Das ist fucking beautiful. Und ständig kannst du hier oben, ist das, da war, glaube ich, der Baumgegner. Ich glaube, noch mehr als im ersten Dark Souls haben sie sich Mühe gegeben, dass du wirklich von jedem Gebiet aus das andere Gebiet oder fast alle anderen Gebiete, aber zumindest die meisten anderen Gebiete. Hier in dieser Kathedrale bekämpfst du Sullivan. Hier ist Anor Londo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du kannst selbst, wenn du hier oben stehst und dann das erste Mal die Aussicht genießt, kannst du schon Anor Londo sehen, halt hinter Wolken versteckt. Weißt du nur, dass es da ist, wenn du es weißt. Das hier ist der Shrine? Das ist doch nicht der Shrine. Ja. Also ich habe alles gesehen, oder? Es gab jetzt kein, also natürlich ist Questlines habe ich nicht komplett gesehen, aber es gibt jetzt keine Bosse mehr oder Gebiete mehr, die ich verpasst habe, oder? Stimmt, Endbosswaffe kann ich mir angucken. Und die Lore. Dankeschön, Bunran. Gute Idee. Das habe ich ja schon, genau. Aber die Lore kann ich mir noch angucken. Fucking Unkindled Graves, wo du den Fire Shrine nochmal siehst. Und es ist einfach so viel an der Story, wo ich so mega interessiert dran bin noch, was das dann war. Oh, shit! Ha! Das ist ja lustig.
Soul of the Lords ist das, ne? Soul of the Lord, Sunlight Spear. Miracle of Gwyn, the First Lord. The Tales of Gwyn's Ark Dragon Hunts describe the inception of the Age of Fire. Fire, ah, sein Schwert. The Lords of Cinder linked the first flame and this great sword was wielded by their deific manifestation. This coiled sword, found thrust in the bonfire, existed long before the throneless lords themselves. Nehme ich. Oh, wisst ihr, oh, warte, bevor ich das nehme. Kriegen wir es noch im Stream hin? Kriegen wir es noch hin? Ich habe das mit dem zweiten Shrine noch nicht, nee, noch nicht so ganz verstanden, nee. Das alles mit dem Schrein habe ich noch nicht so ganz verstanden, nee. Oh, Level 99? Mm, come on. Nein! 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 Wie viel brauche ich noch? Ah, ich habe 11.000 Seelen zu wenig. Nein. Ich könnte 11 Embers verkaufen. Oh, oh, hat der... Hast du... Firelink. Firelink Helm. Helm of the Soul of Cinder. A deific manifestation of the Lords of Cinder who linked the first flame. It resembles a knight's helm, but bears hideous burns and contortions. A misshapen crown can be seen upon its rear. It exists as a symbol of the great lords and the noble act of linking the fire, though it is no more than an empty husk. Armor. It resembles a knight's armor, but it bears hideous burns and contortions, taking the shape of a deathly ribcage. Oh, das kostet, kann ich mir gar nicht alle leisten. Hier sieht man eine Krone. Ah ja, guck mal, das geht so in eine Krone über. Am liebsten würde ich jetzt einfach direkt nochmal durchspielen. Habe ich bei Bloodborne auch so gemacht. Ich habe Bloodborne direkt nochmal durchgespielt. Skullring. Danke. Wer auch immer das geschrieben hat. Easier to be detected by the enemies. One of Curlin's transposed wonders derived from the soul of a soul feeder. The soul feeder was a beast that insatiably absorbed souls to feed its own power. Even after its accursed corpse was burned, it is said that the pungent stench of souls left the air permanently stained. Immer noch komisch, dass der Endboss als Figur in der Collector's Edition ist. Die drei... Und für 300 Euro mehr Jorm? Jorm ist die Figur in der 300 Euro... 400 Euro Edition?
Insult to injury. Unbelievable. Leute, ich möchte gar nicht aufhören, aber ich glaube, das war's. Komm. Der Nostalgie wegen. Danke, Dani. Danke fürs Zugucken, euch alle. Ich kann jetzt endlich sagen, ich trete zurück. Ich trete zurück vom meiner Rolle als Videospieljournalismus. Ich werde mich in Zukunft darauf konzentrieren, die Welt zu verbessern. Wie, weiß ich noch nicht genau. Aber vielleicht findet sich dann auch eine Gelegenheit. Jedenfalls muss ich dafür, glaube ich, erstmal eine ganze Weile zu Hause sitzen und nichts tun. Hier ist ja direkt ein Lord-Wessel am Anfang. Das habe ich gar nicht realisiert. Blöd. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal gute 2 Monate einfach zu Hause tun und nichts tun, darüber nachdenken, was ich der Welt Gutes tun kann. Und danach vermutlich nochmal kurz 2 Monate das Gleiche machen. Aber bis dahin. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Das war Dark Souls 3, Leute. Wir können mal ganz kurz noch gucken. 44 Stunden. 44 Stunden. Der Mann ist fertig mit der Welt. Ristas ist fertig mit der Welt. Ich bin fertig mit der Welt. Das war auch anstrengend. 44 Stunden über 8 Tage zu streamen, zusätzlich zu der normalen Arbeitszeit, obwohl ich gestern zum Beispiel habe ich recht wenig hier gemacht. War dann doch ein bisschen anstrengender als gedacht, aber es war super cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Retro fürs sehr fleißige Modden. Vielen Dank an Dopsy fürs ebenso fleißige Modden. Danke an alle, die in den letzten Wochen dann sich entschlossen haben zu subscriben. Danke an alle, die die letzten 2 Wochen 44 Stunden ihres Lebens damit verbracht haben, mir beim Dark Souls 3 Spielen zuzugucken. Ich lasse jetzt noch bis 44 Stunden, 44 Minuten und 44 Sekunden laufen. Und dann verabschiede ich mich. Ich verabschiede mich jetzt schon mal als Bild. Es war mir ein Genuss. Wir sehen uns Donnerstag spätestens wieder mit einer neuen Reihe von Spielen. Tschüss.
damn it!